erneut diesen Weg beschreiten. Wieso hatte ich davor 100 Seelen mehr? Achso, ich bin gegen den gestorben. Darum hatte ich noch 100 Seelen mehr. Ich krieg den doch anvisiert. Das war gut. Drecksvieh. Na komm schon. Ja, genau. Also. Mir egal. Oh. Weg, 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 weg. Wo guckst du denn hin, du hässlicher Drecke? Oh. Meine Fresse. Ich hab den nicht umsonst anvisiert. Dreh dich doch mal um. Eslon. Weg, 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 weg. Stiefel brauche ich nicht. Der hat immer so eine stabile Seitenlage. Bam! So. Mach ich nu. Auf nach oben. Immer wieder das gleiche hier. Runter! Drecksvieh! Ja! Ist klar! Der war knapp! Ah, okay. Lass mich doch erst runterkommen, bevor du mich angreifst. Heslon. Yay! Oh, Spiel! Wirklich! Ist denn das? Ich laufe jetzt noch einmal bis zu dem Typen mit den Bomben, den Feuerbomben. Hoffe, ihn diesmal töten zu können. Und dann war es das erstmal für die erste Aufnahmerunde. Genug Frust. Eins, zwei, drei, vier. Achso. Einer hat gefehlt. Eins, zwei, drei und vier. Was, was, was? Triff doch! Drecksvieh!
Fußsoldatenschild. Gut, es kommt keiner. Noch schlechter. Yay. Hey, Junge, umdrehen. Sag mal. Geht doch. So. Triff doch einfach mal besser, Junge. Ernsthaft. Tot. Gab's eigentlich was? Nein. 90 sehen. 1690 Seelen habe ich schon. Ah. Skill. So. Eins, zwei, drei. Geht doch. So. Ja, ich habe gesagt, ich höre jetzt auf. Ich weiß. Ich werde erstmal gucken, was hier oben gibt. Ein Feind, der sich nicht wehren möchte. Faustschild ist. Ist das nicht sogar besser? Bitte sei besser. Nein, es ist aber fast. Also, es hat genauso viel normale Verteidigung. Zwar weniger Verteidigung gegen Magie. Und ich kann es noch gar nicht tragen. Reduziert Magieschaden, genau. Feuer, Blitz, Finsternis, Gift, Blutung, Versteinerung. Ach du Scheiße. Haltung. Okay, ich glaube, ich bleibe bei diesem Schild. Hat eine bessere Haltung. Ich gucke erstmal, was hier oben gibt. Und dann. Vielleicht gibt es ja ein Leuchtfeuer. Wäre ja nett. Aber naja, das wäre ja nett. Versuch's mit Springen. Meinster. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Da ist eine Tür. Da ist ein Item. Da ist ein Gegner. Zauberruhen. Ja, ja. Kann sehr schön damit umgehen. Was sind die Zauberrune? Ein Ring. Die Zauberrune. Da oben. Explodiert und richtet Magieschrank. Nice. Zauberbombe. Achtung, vor dir rechts. War ja klar. Und diese Tür lässt sich öffnen. Mega! Leuchtfeuer! Ein Händler, ich glaube es nicht. Meine Fresse. Dass ich das noch erleben darf, ist das episch. Hast du da ein Mensch hinten? Ja. Mach ich. Wenn du so lachst, dann nicht. Zerbrochenes gerade Schwert brauche ich nicht. Keule brauche ich genauso wenig. Kaestus ist eine Faustwaffe, brauche ich auch nicht. Wanderer, was soll ich damit? Menschenbild brauche ich auch nicht. Lebenstein, ja. Das ist cool. Bomben kann ich unbegrenzt viel kaufen. Aktiviert Pharaos Apparat. Was auch immer. Öffnet Spiel. Ja! Ja! Magie! Seelenpfeil. Ich kann einen zweiten Seelenpfeil kaufen. Das ist voll cool. Thanks. Ja. Das hier. Genau. Meins. Ich kann davon noch mehr als einkaufen, das ist ja cool. Sauber in Stimmung. Yay! Ich das noch erleben darf. Und reisen nach Majuda.
Der Weg, wo die Giganten waren, war definitiv der falsche. Das ist echt cool. Die sitzt auch mal. Das gefällt mir. Die Frau hat eine Animation, also quasi und so. Ne? Wo will ich hin? Zu dem Schmied, genau, würde ich. Danach mache ich aber jetzt Schluss, weil wegen und so. Muss aufs Klo. Lenin. Heißt er echt Leningrad? Ah, yes. Now I can get. But first, let me set up. Come again later. Natürlich, weil das, was hat er gemacht? Ah, er hat gekämpft. Das würde mich jetzt nicht wundern, wenn der Schmied jetzt reinkommt und mir aufs Maul haut. Zumindest könnte ich das nachvollziehen. Okay, zurück ans Leuchtfeuer und dann war's das erstmal. 3,5 Stunden Dark Souls 2, 3,5 Stunden Frust. Na okay, davon waren etwa 3 Stunden Frustration. Die erste halbe Stunde lief echt gut. Ich sehe voll geil aus. Und ich weiß immer noch nicht, was dieses Folgen gemacht hat. Ich sehe irgendwie ziemlich weiblich aus. Hatte ich nicht einen männlichen Charakter? Ich bin weiblich. Ich bin echt weiblich. Wieso bin ich weiblich? Ich will nicht weiblich sein. Stifner ist ein Mann. Schon immer gewesen. Na okay, nicht immer. Aber meistens. Ach, ist egal. So fällt es gar nicht auf. Nein. Schwarze Höhlenmagier gewandt. Genau, das wollte ich haben. Davon habe ich doch auch eine Hose. Nicht? Ich habe keine Höhlenmagier-Hose. So hat meine Balance nicht. Auch nicht meine Balance. Die ganze Zeit mit. Wow. Ach, scheiß drauf. Hier, komm. Moment mal. Stand da nicht gerade irgendwas von 40? Nee, ich kann noch nicht. Ich kann noch nicht lesen. Was ist denn das hier rechts? Das da. Blutungsresistenz und Vergiftungsresistenz. Und das hier? Feuerabwehr, okay. Ah, ich bleib bei dem hier. Bisschen mehr Verteidigung. Kann niemand schaden. So, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und danke euch vielmals fürs Zusehen. Alle die, die es bis hierher geschafft haben, ihr habt 3,5 Stunden Michael ausgehalten, beziehungsweise Stifner ausgehalten. Und effektive Spielzeit waren davon. Danke, will ich nicht immer wiedersehen. 3 Stunden, 15 Minuten und 9 Sekunden. Ich bin so gut. Macht's gut.